Ahoi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Kurt und heute bastel ich das Amulett des Horus aus Tomb Raider The Last Revelation. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe mir zunächst eine einfache Schablone angefertigt, die ich dann auf 1 cm starken Moosgummi übertragen habe. Die ausgeschnittene Form habe ich dann auf eine weitere Schicht 4 mm starken Moosgummi geklebt. Und falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank! Mit einem Feuerzeug habe ich die Kanten etwas angesenkt und die Oberfläche versiegelt. In die Mitte des Amuletts habe ich zwei unterschiedlich dicke Dichtungsringe geklebt und dafür könnt ihr auch den billigsten Sekundenkleber der Welt verwenden, so wie ich. An die Kanten des Amuletts habe ich 2 mm starke Moosgummistreifen geklebt und den Übergang von Moosgummikante zur Grundform habe ich später mit Modelliermasse abgedeckt. Nach dem Durchtrocknen konnte ich dann die Verzierungen mit Window Color auftragen und ab hier ist das Projekt irgendwie schief gelaufen. Die Farbe hat während des Trocknens ihre Festigkeit verloren und die ohnehin schon kaum sichtbaren Details wurden noch undeutlicher. Aber ich habe es durchgezogen. Die Grundierung besteht wieder aus einer Mischung Bastelkleber und schwarzer Acrylfarbe. Nachdem die Grundierung trocken war, konnte ich mit dem Bemalen beginnen und dafür habe ich verschiedene Metallic- und Acrylfarben verwendet. Für den perfekten Glanzeffekt habe ich noch goldenes Window Color auf der gesamten Oberfläche verteilt. Um die Kanten und Ecken etwas deutlicher hervorzuheben, habe ich schwarze Acrylfarbe aufgetragen und in die Mitte einen unechten Edelstein geklebt. Und somit war das Amulett fertig. Hier ist das fertige Endprodukt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.